keiner drin. Uiuiui, okay. Coole Dungeon. Hier droppt man wahrscheinlich das Crafting-Material. Yellow Flame, genau. Crafting Material. Das war, glaube ich, für uns oder für Blacksmith. Wie war das mit den Umhängen? Da haben wir, nee, können wir noch lange nichts machen. Masken. Kein Plan, auch noch lange nicht. Pets. Nee. Armor. Unique. Bildposter. Ja, genau. Hier Yellow Flame, genau, die brauchen wir hier. Wait, droppen wir hier alles? Was ist haben und brauchen? Haben 12, brauchen 1, oder wie? Hä? Red X, wait, droppen wir hier doch alles? Können wir doch das Set craften? Okay, jetzt müssen wir ein bisschen drauf achten. Also, aber, hä, das sieht ja fast so aus, oder? Ja, Tatsache. Also, Yellow Flame haben definitiv über... Ja, jetzt haben wir noch eins gedroppt. Zwei Yellow... Okay, lol. Hä, lol, aber... ich bin total verwirrt. Also, mir wurde gesagt, ich muss irgendwelche Gigs dafür killen oder so, glaube ich. Oder ich habe es total falsch verstanden. Oder die haben es geändert, keine Ahnung. Kann auch alles sein. Ja gut, dann ist die Kritik natürlich jetzt von gerade eigentlich hinfällig. Die droppen auch Sunflowers. Okay. Blue Shining Mushroom. Hä, okay, also jetzt bin ich offiziell verwirrt. Jetzt bin ich wirklich offiziell verwirrt. Blue Flame. Okay, wir werden hier wirklich sehr lange Zeit sein, glaube ich. Die machen halt nicht viel Damage. Wir könnten da auch AOEen oder so, aber ich weiß nicht. Also Buildposter AOE ist für mich irgendwie nicht so wirklich attraktiv irgendwie. Vier haben wir schon, 3 und 4. Okay, das erste Set können wir uns damit fast schon craften. Genau, ja. Aber das macht ja gar keinen Sinn erstmal, oder? Kratos. Das Problem ist, hier 4 Teile bringen dann einfach mal gar nichts vom Effekt her. Die Sets sind komplett verschieden. Ist das Set eigentlich überhaupt dann besser? 35 Crit-Schaden? 30 Crit-Schaden. 53 Additional Damage. 0 Additional Damage. 40 SCR, 30 SCR. Okay, ja, ist schon besser. Ist definitiv besser. 15% Attack. Gar keine Attack. Okay, was ist denn das andere, was wir brauchen? Wir brauchen dafür noch Mystical Gratis Ring und so weiter. Okay, das heißt, wir müssen nach Schmuck schauen. Accessory. Okay, wo kriegt man das Zeug jetzt wieder? Droppt man das jetzt hier im Dungeon oder wie? Ach, das droppt man hier. Ah, okay. Deswegen wahrscheinlich, das Set bringt mir natürlich jetzt allein gar nichts. Okay, das heißt, was wir aktuell machen, ist mal wieder absolut useless. Ja, das andere, die andere Option, die wir natürlich hätten, wäre jetzt regulär gicken. Das 105er Set farmen, das 105er, also das Buildpawn Set farmen. Das Appen auf plus 12, plus 14. Dann Red Meteor farmen. Ja, das ging schon.
Das ginge. Das kann man auch nochmal uppen hier auf Level 90, auf das Level 90er Set. Warte, mit welchem? Achso, nee, passt schon, stimmt schon, ja. Boah. Ja, das wäre eine Option. Wobei ich natürlich nicht weiß, ob unser Damage schon reicht. Wobei wir sind mit. Nee, wir sind auch mit einem 75er Set reingegangen. Was ja auch Müll ist. Okay, ja, nee, doch, das könnte schon klappen. Jetzt probieren wir mal ganz kurz mal diese Mid-Bosse aus. Die sollen auch krass sein, aber noch nicht so krass. Genau. Ja, es ist so 100%, ich verstehe es, wie gesagt, das ist halt echt nicht so. Also warum halt ein 105er Dungeon schon so krass sein soll, oder so krass ist, besser gesagt. Oh, coole Map. Schaut cool aus. Auf jeden Fall, warum die halt schon so krass sein muss, oder warum der Dungeon schon so krass sein muss, weil, wenn 105 ist halt immer noch, ich würde mal sagen, eher Early Game. Natürlich, der Effekt ist natürlich ziemlich stark, ziemlich krass. Aber andererseits gibt es eben auch das 120er Set, weswegen man es sagen kann oder muss, dass es halt dann auch trotzdem nicht so krass ist. Also klar, der Schmuck, den verstehe ich halt so, ja. Aber der Schmuck allein, also das Set allein bringt dir nichts ohne den Schmuck. Haha, ah, das ist tricky. Ah, ich muss 150 Mobs davon killen, lol, okay, hier steht's. Wir können natürlich auch. Boah, was machen wir denn am besten? Also, das Ding ist, ich will jetzt eigentlich so wenig Content wie möglich skippen. Das ist halt schon mal mein Ding aktuell. Ich will womöglich nichts oder nur wenig skippen. Ich will das 105er Set schon farmen, also den Schmuck brauchen wir auch. Aber, also, ich sehe ja gerade wirklich so, dass das Volcano Set, also das Set aus Volcano, also das Bloody Set, ist halt irgendwie einfacher zu farmen, wenn man so sagen kann. Das Einfache ist natürlich jetzt auch eine absolute Übertreibung. Grimm. Wie brauchen wir? Oder was brauchen wir da sonst noch für ein Set? Defenders. Ach so, das Set aus dem Tramnocturne. Okay. Ja, aber das ist auch machbar. Also das Defenders Set kann man halt einfacher farmen, oder? Also ich finde, das Defenders Set kann man einfacher farmen als das hier momentan. Und dann halt eine Vampire. Ja, genau. Das ist halt okay. Das ist halt machbar. Und dann haben wir halt wirklich. Also, wobei Vampire braucht man nicht mal. Aber ey, schauen wir uns das halt an, wie krass das ist. Also, ist halt. Oder ist es halt schon einfach zu farmen? Oder bin ich irgendwie auf dem falschen Dampfer? Gibt es gerade irgendwas, was ich gerade übersehen habe oder so? Ob ein Defender-Set? Ja, es sind halt nur die HP-Sets, also klar, ja. Okay, und das andere ist dann dieses Dragon's Breath. Genau, gibt es diese normalen Sets in Anführungsstrichen dann. Das hier, genau. Hä? Okay, die haben dann wieder nur einen Vierer-Set-Effekt. Okay. 50 SCR, 7% Attack. Aber ist mir doch schlechter, oder? 45 Crit-Schaden, okay, 1% Soul Leeching. Additional Damage to Monsters. Fire plus 10%. Was haben wir hier? Wir haben bei 40 STR versus 50 STR. Okay, das ist schon mal besser. 53 Additional Damage versus kein Additional Damage. 45% Crit-Schaden versus 35. Kein PvE-Schaden. Okay, warte mal, das 101-Set von 120 ist wieder schlechter hier quasi. Bei weitem viel schlechter. Sehr viel schlechter. Soul Leeching ist halt sehr geil und so, aber okay, das ist dann wieder useless. Ah! Oh. Ah ja, sorry. Bloody Dragon Prince Earring. Was ist denn? Droppt man die auch hier? Okay, da hat man auch da. Okay.
Die sind universaler, okay. Naja, gut. Aber nicht schlecht. Blade. Okay, mit Boss kann ich jetzt killen. Wir suchen die mal nebenbei. Also wir suchen sie einfach dämlich, glaube ich, oder? Wie sollen wir das Ding denn bitte finden? Okay. Ranger, Ringmaster, Bildpauster. Speed Attack, HP. HP? Okay, das hat es. Oh, 2% Soul Eating ist natürlich schon sehr geil. Critical Skill Damage, Critical Chance, XP. Ja, okay, doch, das hat es wieder besser. Braucht man eigentlich 70 bis 130 KP. Dafür kann man auch oft dann, also kann man auch ein bisschen später dann farmen. Okay. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Aber wo soll man reinkommen? Da hinten, oder? Boah, das Ding kann auch überall stehen. Also ich meine, hier hinten ist wahrscheinlich der Bossraum, oder? Hier hinten vielleicht? Ich mach mal hier mal einen Cut. Wow, okay, ich habe das Ding jetzt gefunden, beziehungsweise die zwei Bosse. Die sind halt genau da hinten. Ich dachte mir, die sind da hinten. Ich bin alles abgelaufen, bin jetzt erst dahin gekommen. So, warte mal. Ich habe gehört, das sind richtig krass, die Viecher. Moment. Och, das ganze Chaos hier. Ich muss irgendwie was loswerden. Okay, so, warum nehme ich eigentlich meinen Ringmaster nicht mit? Bin ich blöd? Moment, ich hole einen Ringmaster rein. Ist der... Nein, 210 bis 110... Oh, Mann. Nee, warte mal. Warte, stopp. Ich habe falschen Namen ausgewählt. Okay, 105 bis 125. Puh. Der ist nicht in der Party. Nein, die Party ist voll. Oh. Warum ist Life so painful einfach nur? Jetzt kommt noch hier, Mann. Oh, Mann. Okay. Kriegen wir das Ding down? Das ist die zentrale Frage hier aktuell. Ich würde sagen, überraschenderweise, ja. Warte mal, warum ist das Ding so... Ich will es nicht jinxen, aber warum ist das Ding so schwach? Aber das ist der Mid-Boss, oder wie? Ist, ah, warte mal, der ist 105. Der ist 105. 100k bis 160k. Okay, das zählt fürs Level 105. Können wir schnell genug switchen aufs Rowdy-Set? Jetzt kann ich casten. Mann, scheiß Debuff. Oh, Mensch, stirb doch mal schnell. Okay, scheiß drauf. Keine Zeit zu verschwinden. Rowdy. Also Inventarmanagement in Flife, das ist so grottenschlecht einfach. Ich weiß aber auch nicht, wie es besser wäre. Keine Ahnung. Gowns? Suit, so. Haben wir jetzt alles an? Ja. Okay, let's go. Okay, 90% HP. Unsere Attack-Rate ist ziemlich gut, merke ich gerade. Wir könnten auch aufs Dingset wechseln. Auf das Set hier. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen mit 38k HP. Mal schauen. Okay, wir kritten 130k. Okay, das ist geil. Okay, der Schaden ist richtig geil. Ich weiß halt nicht genau, was das hier erwartet an Drops und so. Ob das hier gerade überhaupt irgendwie einen Sinn macht, was wir hier gerade machen. Kann natürlich auch sein, dass es hier absolut dumm ist und nutzlos und so. Free. Ach, okay, so nicht free, schade. Gut, dann Premium Hoppler. Crafting. Okay, wir scrappen einfach ein bisschen Zeug, weil wir haben schon so unendlich viel. Ja, so unendlich viel Stuff einfach rumliegen. Das regt mich schon wieder auf. Ach ja, Level 13, nice.
okay, das Ding geht eigentlich ziemlich schnell down. Ich weiß halt nicht, warte mal, es gibt doch auch dieses, Items, Monsters, hier. Family, okay, so können wir es schon mal nicht. Ah ne, warte mal, hier vielleicht, Family. Oh. Ah, das ist ja cool. Oh, das ist sehr geil. Gefällt mir. Twin. Ach, die droppen schon den Schmuck. Oh mein Gott, aber die Dropprate. Schau doch die Dropprate an. Oh mein Gott. Wait, warum ist die Dropprate so schlecht? Ja, die ist ja total unterirdisch. Also gut, man muss dazu sagen, die ganzen anderen Effekte kommen noch drauf. Drop-Effekte und so weiter, was haben wir hier zum Beispiel? Wir haben 20% mehr Droprate, 30% mehr Droprate, Treasure Hunter, kein Plan, 50% oder so, also sagen wir ungefähr doppelte Droprate momentan. Macht halt so 1,6, also 0, ja, ungefähr 1,6% auf einen Teil. 0,8%, also 1,6, 3,2, 4% auf irgendeinen Teil. Oh Gott. 0,002%? What? Hä? Warte mal, stimmen diese... Stimmt das Ganze hier? Wait, warte mal, wird das live berechnet? Hä, warte mal, warum hat die Necklace hier genauso viel Droprate? Lol? Ich bin verwirrt. Das Ding hat eine bessere Droprate als das hier. Warum auch immer. Interessant. Nichts anderes. Okay, alles super. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie das hier gleich ausgeht. Ob man jetzt hier wirklich was droppt oder nicht. Und. Kann man drop was. Jetzt stirbt doch. Oh. The Living Branch sonst nichts. Uff. Nicht mal eine Waffe oder sonst irgendwas. Okay. Gut, das läuft ja schon mal sehr gut. Okay, also positiv ist, wir können zumindest das Ding hier farmen. Ach stimmt, jetzt haben wir gar nicht nachgeschaut, was der Boss hier eigentlich dann droppt. Wahrscheinlich LG-Waffen, oder? Ach so, wir wissen gar nicht, wie der Boss heißt. Okay, hier wahrscheinlich Twin, Mutter, Vater. Aber die Dinge heißen hier Forest Spirit. Forgotten Life Earring. Ja, okay, dann muss ich hier den Boss killen dafür oder was. Und hä, das droppt wieder noch schlechter. Ich bin so verwirrt. Das macht ja gar keinen Sinn alles. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also warum droppt das HP-Set schlechter als ein Damage-Set? Und warum muss ich hier einen Boss killen und hier einen Mid-Boss? Sollte es nicht irgendwie ein bisschen, weiß nicht, aufgeteilt sein irgendwie? Oh man, 0,4%. Da droppe ich ja nie irgendwas. Also, okay, also es wird schon mal live berechnet, das heißt, wir haben keine 1,6% von vorher gerade, sondern wir haben nur wirklich diese Chance. Oh Gott. Ich sehe gerade, der Boss hier kann auch nochmal alle anderen Sachen droppen mit einer Chance von 0,4%.
Aber das ist halt trotzdem schon sehr, sehr mies. Und wenn ich halt einen G-Knuckle will, dann muss ich halt über 200 Mal das Ding farmen. Wobei, ich weiß nicht, vielleicht, ja, wahrscheinlich sind ein paar Discards noch nicht mit dabei. Wahrscheinlich sind die nicht mit dabei, das könnte gut sein, das weiß ich jetzt aber nicht genau. Aber trotzdem, ich meine, ich muss halt so lange hier farmen. Boah. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das so geil finde momentan. Bin ich jetzt nicht so ein Fan von, ehrlich gesagt. Weil ich meine, das Ding ist halt so. Ich finde es ein bisschen schade, wenn man so ein bisschen von abgebracht wird, so Sachen selbst zu farmen. Dann immer auch schon diesen, was war das, den Vampire Knuckle oder einen, nee, sogar einen Ancient Knuckle, glaube ich, gesehen für einen Apfel und ein Ei einfach. Also wirklich, oh Gott, fast geschenkt irgendwie. Ah, und ich bin auch fast tot, lol. Warum sterbe ich so schnell? Warum macht das Ding so viel Schaden? Wegen kleinen Minions oder was? Ha. Hier, Defenders-Teil 35, 45k. Ernsthaft? Ach man, warum? Ich finde es immer so schade irgendwie. Wir haben jetzt hier Grim Boots, Grim Helm. Gibt es noch mehr Grim-Teile? Ne, gibt es nicht, okay. Und hier auch sowas wie zum Beispiel, hier schau mal das an. Einfach ein Vampire-Bau für einen Perien. Ich finde das irgendwie schon schade einfach. Und wir droppen. Oh, wir haben sogar ein Ding gedroppt. Ein Earring. Lol. Warte mal, also rein statistisch war das jetzt übel lucky. Aber ich weiß halt jetzt nicht, ob das halt wirklich. Also, wisst ihr, was ich meine? Ob die Droprate halt wirklich stimmt. Weil es ist sehr oft ist halt so, dass die Droprate halt irgendwie total verbuggt ist. Ich weiß nicht genau. Keine Ahnung. Wie viel HP hat das Ding? Das hat eine Null mehr? 10 mal? Also 30 mal mehr? Nee, oder? Dreimal mehr. Klar, wir kommen jetzt auf 30 mal. Nee, Gott. Nee, so funktioniert Mathe nicht. Okay, dreimal mehr. Ja, dreimal mehr. Mal schauen. Ich frage jetzt nur, wo ist dieses Mistvieh jetzt wieder? Also ich meine, was ich aktuell gemacht habe, ist halt, okay, wobei, wir sind jetzt 30 Minuten in diesem scheiß Dungeon drin. Ich muss immer 150 Mobs killen. Okay, das geht in Zukunft ein bisschen schneller und so. Alles okay, ich bin viel rumgelaufen. Aber ich denke mal, so unter einer Viertelstunde kann man das Ding halt, also das ist halt nicht machbar. Und eben auch haufenweise Power-Ups, die sau teuer sind. Boah. Ich hoffe, dass die HP jetzt reichen. Ich meine, so anteilsmäßig müsste das eigentlich einigermaßen aufgehen. Family. Das Ding kann wieder überall sein. Ach Mann. Gibt's nicht irgendeinen Guide oder so? Australia Guide. Gibt's den? Ach, nicht mehr so. Awakening. bla bla bla. Ne, okay. Accessory-Zeug hier. Ah, ne, hier ist leider kein Map drin oder so. Fuck, ey. Was nehmen wir nochmal ganz kurz? Set-Pieces normal. Giant, Stark und 3, bla bla bla. Set-Pieces Mystical, only from Crafting. Genau, haben wir gesehen. Könnten wir herstellen. Weapons normal, so oder so. Weapons Mystical / Forgotten Crafting LG 105 Crystal 75M. Aber die Waffen bringen uns aktuell auch nichts. Okay. Ich pause hier wieder kurz die Aufnahme.
So, jetzt habe ich das Ding endlich gefunden. Ey, diese Rumlauferei macht mich fertig. Okay. 44 KP. Ich werde wahrscheinlich... Werde ich sterben? Nee, eigentlich habe ich gesagt, ich werde nicht sterben. Das Ding macht Double Hits. Das ist noch nicht Teil des Deals. Wunderbar. Oh, das Ding hat HP wie Sau. Scheiße. Ja, okay. Also ich weiß nicht, wie man dieses Ding auch nur andersweise auf 105 schaffen soll. Also klar, natürlich jetzt mit einem Knight. Ich meine, Knights sind einfach wirklich gottlos OP. Aber ohne Knight und so weiter... Nee, keine Chance. Das ist auch wirklich eine Verschwendung, hier irgendwas zu machen. Ja, wow. 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 Okay, jetzt ist ein guter Moment zum Beenden und zum Rage-Quitten. Nee, kein Rage-Quit. Wir wissen, was wir machen müssen. Wobei, was machen wir als nächstes? Lass uns mal überlegen. Also, wir haben gesagt, also wir könnten halt auch irgendwie das dafür kaufen. Lol, Ulti plus 8 für 5 P? What the fuck? Wait, was? 5 Perin für das Ding mit Soul Leeching und PvE Damage? Okay, der Weckung ist Müll. Hä? Warte mal, wie hoch? Sieht mir irgendwo die Chance? Attempts until upgrade. 96. Warte mal, ist es so einfach zu... Ich habe keine Ahnung. Ich überlege gerade, ob wir das Ding kaufen sollten. 38% Kritscher. 14 Kritrate. Ja. 38 STR. 0 STR. Ja. 22 Additional Damage. Kein Additional Damage. Boah. Ich meine, allein schon vom Sackblatt her ist natürlich sehr geil. Was haben wir aktuell an Geld? 6 Peri. Alles ausgeben nur dafür? Boah, das ist eine ganz schwierige Entscheidung. Oh lol, der hat hier alles Mögliche, was der verkauft. Ein Rowdy plus 16. Also ich überlege gerade, den Knuckle können wir es unmöglich selbst droppen und auch upgraden wird sehr teuer. Den Schmuck könnten wir selbst droppen, dauert allerdings ein bisschen. Das Set können wir eigentlich auch selbst machen, oder habe ich gesagt? Was habe ich vorher gesagt? Ich glaube schon. Mm-hmm. 9 von 10, ja, es dauert auch wieder ewig, bis wir es zusammen haben, aber wir könnten es selbst machen, ja. Dann hat man zumindest ein krasses Equipment, also für den Damage-Output. Müsste gerade... Wo kriegt man dieses komische Schild denn eigentlich schon wieder her? Lass uns mal kurz nachschauen. Kann man auch craften. Mhm. Also wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Alles in mir sagt eigentlich aktuell, kauf den Knuckle. Bei diesem Knuckle fahren wir das restliche Set zusammen. Schmuck plus Roadie. Auch wenn es ein bisschen Verschwendung ist, muss man dazu sagen, ja. Und wir bauen uns zusätzlich noch eben noch den Tank auf. Und mit einem Tank, wenn ein Tank tanken kann, ist eigentlich alles easy, oder?
Oder ist das so? Ich glaube schon, doch. Ja. Let's go. Okay, 9,2k Attack. What the fuck? Das Ding. Wow, ist das Ding krass. Crit-Schaden von 8. What the fuck? Okay, das ist sehr viel heftiger, als ich dachte. Und streng genommen müssten wir es ja auch noch schnell irgendwie was killen. Alter, Leute, Alter, holy shit. 38 KP, wo haben wir hier? Ich suche mich immer dumm und dämlich hier. Nee, nicht Wilds. Oh, jetzt laufen die Power-Ups ab, Mann. Hier Cursed Aminus. So, mal noch kurz einen Gig killen. Nein, uns fehlen Buffs. Scheiße. Ah. Cursed Aminus, Cursed Aminus. Fuck my life. Na, ja, alles aus, oder? Ja. Ach, Mann. Ist er nicht mein Gigot da, oder? Ja, toll. Doch, da ist er. Wow. Am Arsch der Welt steht er. Und wir sterben gleich, wenn wir nicht genug AP haben, oder? Wetten? Naja, testen wir es trotzdem mal aus. Okay, also ohne Power-Ups haben wir jetzt wirklich schon... Oh lol, unsere Attack-Speed ist so im Arsch. Kacke. Was können wir gegen unser Attack-Speed-Problem machen? Die Wirkung ist auch noch Müll. PvE Damage Increased, lol. Okay. Na gut, ich weiß nicht, ob das heute wirklich ein erfolgreiches Video war. Ich muss sagen, tendenziell ja. Aber jetzt auch nicht so hundertprozentig irgendwie. Boah, ganz schwierige Sache irgendwie. Das war echt, also das Video war jetzt echt super weird. Das weiß ich genau, aber naja. Danke fürs Zuschauen.